Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Genau, wir haben es das letzte Mal endlich lebend hierher in die Stadt geschafft oder auf die Burg. Und ja, werden uns jetzt hier, wir haben immer noch das Schwert, sehe ich gerade. Wir werden uns jetzt hier ein wenig zurechtfinden müssen. Diesmal regnet es aber, ja. Und mal gucken, was es hier zu erledigen gibt. Was haben wir denn, einen Auftrag? Sprich mit Herrn Robart. Das dürfte der hier doch sicher sein, oder? Genau. Verdammt. Bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Ah, okay. Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwertschmied, der aufs Land zog, um Hufeisen zu schlagen. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent so vergeudete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein großer Verlust. Hm. Ja. Wir sollen was essen? Okay. Ah, da steht was. Ist das für uns? Nee, das ist ja gar kein Essen. Setzen. Ah, hier. Haben wir. Oder soll ich selber was essen oder wie? So. Aufstehen, Inventar, nochmal aufstehen. Vielleicht müssen wir nochmal mit dem reden. Oder uns sogar gar... Nee, ins Bett müssen wir uns nicht legen. Ah, das haben wir erledigt. Ah, jetzt müssen wir mit dem reden. Gut. Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herr. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robart. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja. Hab Dank, Herrin. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Das haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Neuer Kodexantrag. Es ist nicht klug, Hunger zu ignorieren. Je länger Heinrich nichts isst, desto schwächer wird er. Wenn er zu lange hungert, kann er sogar sterben. Nahrungsmittel haben verschiedene... Ah, okay, das kennen wir. Unten sehen wir diesen, ja, diesen Teller, wo halt halb gefüllt ist, ganz gefüllt ist. Das gleiche gilt auch mit Schlaf, so wie es aussieht. Also können wir jetzt nochmal schnell ein bisschen hier was nehmen. Für unterwegs auch sicher. Sie hat ja gesagt, wir können so viel nehmen, wie wir wollen. Das können wir halt gut gebrauchen. Wobei ich nicht glaube, dass wir jetzt erstmal viel unterwegs sein werden. Aber trotzdem essen wir doch jetzt erstmal sonst hier noch die... Essen. Muss. Essen. Also, Linsensuppe. Sehr schön. Mhm. Okay. Hat das immer noch nicht gereicht? Muss der noch mehr essen? Ah, wenn der Kreis gefüllt ist, ist es schlecht. Er muss geleert werden. Und der ist jetzt noch halb gefüllt, also können wir eigentlich noch mehr essen. Sehen wir den hier auch irgendwo? Nicht unbedingt, gell? Ah, doch, hier oben. Nee, das ist das Bett. Müdigkeit. Ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es tipptopp. Oh, jetzt sind wir müde, weil wir so viel gegessen haben. Du hast zu viel gegessen, Du wirst zwar eine Zeit lang keinen Hunger bekommen, bist dafür aber schwerfällig und behäbig, bis alles verdaut ist.
Okay, neuer Kodex-Eintrag, den haben wir. Das heißt, wir sollen uns jetzt ins Bett legen. Sitzen. Der schläft uns ja gleich hier im Stehen ein. Können wir hier schlafen? Meinte der das? Dieses Bett gehört vermutlich jemandem. Ich soll in der Kammer schlafen. Ah, okay. Schaffen wir uns mal dahin, bevor wir noch im Stehen einschlafen. Ja, können wir auch einfach dem Kompass folgen. Ein Frauengespräch unter vier Augen? Okay, da will ich mal nicht... Boah. Wo ist denn der Eingang? Ah, hier. Sehr schön. Schuhe ausziehen, nicht vergessen, hat er gesagt, ne? Soll ich die jetzt echt ausziehen? Wenn du müde bist, verringern sich allmählich deine Ausdauer und deine Redekunst. Schlafen ist die Lösung. Such dir ein freies Bett. Okay. Ja, das kennen wir. So, hier dürfen wir schlafen. Schlafen legen. Macht ihr die... Jetzt hat die Schuhe nicht ausgezogen. Jetzt können wir aussuchen, wie viele Stunden. Ja, 12 Stunden ist das Maximum. Was heißt das da? Ah, da sieht man auch Komfort. Das ist tipptopp. Beginnen. Jetzt müssen wir sogar ein bisschen warten. Ah, nee, doch nicht. Ich hoffe, in den 12 Stunden hat sich nicht groß was getan. Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herren. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht... Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber, um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich... Ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen, kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Ich kann nicht darüber reden, vom Unfall berichten. Tun wir das mal machen. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ich ging zur Schenke und traf mich mit dem Liebsten. Ich holte in der Schenke Bier für Vater. Ich weiß die Aufgabe eines Stallburschen, aber es kümmerte mich nicht, denn Bianca arbeitete dort. Ich machte ihr den Hof und wir wollten uns später treffen. Aber dazu sollte es nie kommen. Du armer Junge. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Vater und ich redeten über das Leben. Herrn Ratzig begutachtete das Schwert. Ich habe heimlich mit dem Schwert geübt. Das letzte finde ich gut. Ich übte heimlich mit dem Schwert. Als wir das Schwert zusammengesetzt hatten, schwang ich es ein paar Mal.
Ein hölzernes Schwert ist mit einem echten nicht zu vergleichen. Hätte ich es nicht in die Hand genommen, wäre ich heute womöglich nicht hier. Du steckst voller Überraschungen. Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ich sah Rauch am Horizont, ein riesiges Heer hatte sich von... Ich mach das Oberste. Ich sah Rauch über einem Weiler aufsteigen, den Sigismund auf dem Weg zum Dorf geplündert hatte, das bald dasselbe Schicksal ereilte. Gott hab Gnade. Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Das so schnell kann ich gar nicht lesen. Burg, ich sah, wie ein Bianca tötete. Die Deutschen, der Angriff war grauenvoll. Ich habe noch nie einen Angriff miterlebt und es war grauenhaft. Das Ächzen der Verwundeten, das Todesröcheln. Die gequälten Schreie jener, die von Klingen durchbohrt wurden. Da war nur Chaos, Blut und Tod. Das ist traurig. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Die Hunde plündeten das Dorf, die Belagerung begann. Ich lief um mein Leben. Ich brauchte ein Pferd. Ich brauchte ein Pferd, um nach Talmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sich schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Talmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer, sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt... 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Talmberg wieder errichten.
Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garlitz auf dem Weg hierher. Und da sind wir wieder zurück im Spiel. Wir sollen uns zum Tor begeben. Wir haben wieder einiges erfahren. Anscheinend hat hier die Burgherrin auch so, schöne Atmosphäre hier im Dunkeln. Richtig schön. Geil. Anscheinend hat die Burgherrin auch so einiges schon erfahren, nicht nur wir. Aber da wird sich noch einiges wahrscheinlich klären. Wo müssen wir denn hin? Begib dich über die Treppe am Tor zum Wehrgang. Über die Treppe? Bin ich... Boah, ist aber auch dunkel hier. Hier wahrscheinlich, ne? Hier? Nee. Leute, ich muss gerade mal ein bisschen heller machen. Nee, geht eigentlich. Ich muss mal schnell schauen. Begib dich über die... doch, das ist schon richtig hier. Oh. Du hast einen Privatbereich betreten. Da darf ich nicht rein. Dann sind wir doch falsch hier. Dann war das doch hier irgendwo. Begib dich über die Treppe am Tor... Hier war auch nichts. Bin ich jetzt komplett blöd? Darf ich nochmal schnell schauen? Begib dich zum Wehrgang und sprich mit Hauptmann Robert. Oder war das doch hier hinten? Nee, das wäre so ein Privatbereich, ne? Hier dürfen wir nicht rein. Wo soll ich denn da jetzt lang gehen? Da oben war er ja... Oder doch? Hier lang? Hier? Nee, hier ist auch falsch. Hä?
das ist hier, oder? Auch falsch. Ich mach vorhin alle Türen auf. War das doch hier? Auch nicht. Oh, da schläft einer. Den wollen wir ja nicht wecken. Das ist hier die Treppe über dem Tor. Aber da ist ja dann nur noch dieser Privatbereich. Warte, ich will nochmal rennen schnell. Sonst dauert es noch ewig hier, bis wir... Da kommen wir nicht lang. Das heißt, wir sind doch eindeutig falsch hier. Das sieht mir eher nach einem Stall aus. Hier ist, Oh Mann, ich bin so blöd. Och Leute, tut mir leid. Hier geht's lang. Sturm ist ein Zeichen Gottes. Wir hätten in die Wälder fliehen sollen. Behalt diesen Unsinn für dich. Denkst du etwa, Sigismund würde uns in den Wäldern nicht erwischen? Gehen wir vielleicht nicht mal den ersten an. Kahlenberg ist eine starke Festung. Boah, die sind alle ganz schön durcheinander hier. Aufgepasst! Wenn es Sigismund ist, seid auf das Schlimmste gefasst. Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Was ist los? Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Tallenberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube eher, dass die aus einem anderen Dorf halt! Kommen. Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier! Wie konnte der entkommen? Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich! Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund... Wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Tallenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt... Solltet ihr euch ergeben, Divisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich noch mal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater... nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Tallenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen.
Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Harnisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Der Weg bis nach Rathai ist nicht mehr rein. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Tja, das war ein Machtwort. Heinrich, auf ein Wort. Oh. So, meine Lieben, bevor ich jetzt aber das Gespräch mit dem guten Robert suche, muss ich an der Stelle leider sagen, ich muss den Part schon wieder beenden. Wir sind bei über 25 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat der Part auch gefallen. Ich fand's wieder mega, wieder einiges erfahren. Und die Cutscenes finde ich einfach echt krass, wie die gemacht sind. Richtig, richtig gut. Und ich würde mich über eine positive Bewertung von euch freuen. Auf ein Wort. Ja, ich komme ja gleich. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao.